Heute nehmen wir Abschied von Sergei Motz. Sergei Motz wollte helfen, dass in Afghanistan Frieden und Sicherheit möglich wird. Bei Zauger ist jetzt halt, gebe ich ja durchaus zu, das, was mich jetzt am jüngsten und am unmittelbarsten auch berührt hat. Die Soldaten, die es hier erleben, die theoretisieren ja nicht. Ne? Und da ist die Bereitschaft schon da, zu kämpfen und sein Leben auch einzusetzen. Und manchmal scheint es mir auch notwendig zu sein, dass die sagen können, und wir haben uns gewehrt. Und wir haben auch einen von denen erwischt. Also wir sind nicht nur Opferlämmer hier. Er ist Deutschlands oberster Soldat, Generalinspekteur Wolfgang Schneiderhahn. Wir müssen einen Wecker abweichen, wenn man ja. Da haben wir die schwarze Jacke, die darfst du aber nicht anziehen. Die hängt jetzt im Schrank und ist trocken. Ne? Und das Tuch wird nass, das Ehrentuch. Naja. Kasernenhofton ist seine Sache eigentlich nicht. Schneiderhahn ist ein Mann der leisen Töne. Ein Schwabe in Berlin. Unverkennbar. Warten auf den Amtskollegen, den Chef des rumänischen Generalstabs, Admiral George Marin. Sorry for the problem, my friend. Huh? I'm very sorry. No problem, I'm Simon. Generäle, die sich umarmen. Auge! Regen hin oder her. Militärische Ehren sind Schneiderhahn schon wichtig, aber auch wieder nicht zu wichtig. Ich bin 1966 Soldat geworden, da war die Bundeswehr noch relativ jung. Ich kann mich auch an viele Diskussionen erinnern, die ich als junger Offizier mit älteren Offizieren geführt habe. Ich kann mich durchaus daran erinnern, was im Elternhaus, mein Vater war auch Soldat im Krieg, darüber geredet wurde. Und allzu langer Zeit gehörte Rumänien noch zum Ostblock. Da hätten sie, wenn es schlimm gekommen wäre, die Soldaten anweisen müssen, aufeinander zu schießen. Ja, sicherlich. Ich meine, das ist schon ein Prozess, der einem immer wieder durch den Kopf geht, wenn man jetzt gerade einen Gast hat von den neuen, relativ neuen NATO-Mitgliedstaaten. Auf der anderen Seite kann man ja nur erleichtert sich darüber freuen, dass es so ist, dass wir jetzt miteinander reden, zusammengehören. Und diese Dinge überwunden sind. Ne? Schneiderhahn ist ein Kind des Kalten Krieges. Als er geboren wurde, da war der Zweite Weltkrieg gerade ein Jahr vorbei. Aufgewachsen im oberschwäbischen Bad Saulgau, geht er nach dem Abitur zum Bund, wie alle seine Klassenkameraden. Und bleibt bis heute. Steigt Stufe um Stufe höher, bis ihn der damalige Verteidigungsminister Scharping zum Obersten aller deutschen Generäle ernennt. Lagebesprechung im Ministerium. Auf dem glatten Berliner Parkett hat sich der Schwabe länger gehalten als jeder seiner Vorgänger. Er hat mehrere Regierungswechsel nicht nur politisch überlebt, sondern die Macht des Generalinspekteurs sogar noch ausgebaut. Unter Schneiderhahn übernimmt der Generalinspekteur die Verantwortung für die Auslandseinsätze. Und damit für Leben und Tod. Abschreckung war gestern. Heute sollen deutsche Soldaten wieder kämpfen. Die Computerzentrale in Potsdam hält jederzeit Kontakt in die Einsatzgebiete, 365 Tage im Jahr. Ein immenser Aufwand. Von hier bekommt Schneiderhahn alle Berichte, die er als Oberbefehlshaber braucht, und kann Befehle direkt in die Cockpits der Flugzeuge über Afghanistan geben.
Insofern ist das gut angelegtes Geld. Das ist also nicht nur zum Kriegerlos spielen, sondern das ist schon sehr ernst. Ich meine, Afghanistan liegt nahe. Insofern muss man schon darauf eingestellt sein, dass man weit, weit über die Bundesrepublik Deutschland hinaus denken und führen kann. Flüge in Transportmaschinen sind nicht bequem. Nach Afghanistan fliegt Schneider-Hahn trotzdem regelmäßig. Das ist schon ein besonderer Flug, weil ich mich auch noch besonders vorbereite. Also ich gehe ja da nicht so hin, um einfach Hände zu schütteln, sondern ich habe bestimmte Themen. Dabei ist es eigentlich nur ein Thema, der Tod deutscher Soldaten. Das erste Mal, als ich runtergeflogen bin, da waren wir ja nur auf der Insel Kabul. Da war der Rest Afghanistan war einfach nicht auf dem Bildschirm. Ne? Aber die Überlegung hat uns damals schon umgetrieben, ob man dieses gigantische Land überhaupt zur Ordnung bringen kann. Da war alles kaputt und dreckig, keine gescheiten Straßen. Da war einem schon klar, das kann auch ein Fass ohne Boden sein, ne? An dem man da rummacht. Das Begrüßungskomitee am Tower, ein Foto vom afghanischen Präsidenten und eins von einem ermordeten Kämpfer gegen die Taliban. Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. So lautet die Parole daheim. Hier, hinter dem Lager, beginnt er, der Hindukusch. Und das ist erst die erste einer endlosen Kette immer höherer Berge. Ganz sanft fängt er an, der Hindukusch. Hinter der Lagermauer. Dann wird er immer schroffer, abweisender, feindlicher. Afghanistan uneinnehmbar. Und das seit Jahrhunderten. General, melde keine besonderen Vorkommnisse in der vergangenen Nacht. Danke, General. Entschuldigung, dass wir Sie aus dem Bett geholt haben. Ich war noch. Massar-i-Sharif am Morgen und schon 30 Grad Hitze. Bis Mittag werden es weit über 40 sein. Ein deutsches Feldlager, 5000 Kilometer weit weg von der Heimat, auf feindlichem Gebiet. Das war auch für den Generalinspekteur jahrzehntelang undenkbar. Dann musste es plötzlich schnell gehen. Und das heißt Militär. Den Terroranschlägen vom 11. September sollten Taten folgen. Rund 1000 Afghanen arbeiten im Camp. Neben den hier stationierten 2000 Soldaten. Näher kommt man sich dennoch kaum. Das Feldlager ist eine innen geteilte und nach außen abgeschottete Welt. Bis hin zur deutschen Kirche, erbaut von afghanischen Muslimen. Und mit jedem getöteten Soldaten steigt das Gefühl der Bedrohung. Schneider-Hahn hingegen spricht mit allen. Vom Gefreiten bis zum General. Er kümmert sich fast schon väterlich. Er ist kein General, der seine Soldaten in eine sinnlose Schlacht jagt. Ihre Lage beurteilen. Dann habe ich ein paar Punkte, die jetzt auch stark mit den letzten Zwischenfällen zusammenhängen. Und ich konnte ja bei den Trauerfeiern mit ein paar Kameraden reden, die ja auch dabei waren. Ja. Und denen habe ich auch versprochen, dass sie kommen und sie besuchen. Sicherlich einiges jetzt auch aufzuarbeiten. Damit ein Tornado starten kann, braucht man 100 Spezialisten am Boden. So die Faustregel. Und das irgendwo in der afghanischen Steppe. Der GI, wie die Soldaten freundlich salopp sagen, lässt sich genau zeigen, was funktioniert und was nicht. Massar-i-Sharif versorgt die anderen Lager mit Fahrzeugen und Ersatzteilen, Nahrungsmitteln und Wasser. Mahlzeit. Natürlich nicht. Ich stelle die Bremse ein. Das macht es so. Ja, man sieht, es ist bequemer. Man denkt es nicht, aber es ist wirklich bequemer. Ja. Echt? Habe ich auch noch nie gesehen. Ich kenne ja das Lager von der ersten Stunde an.
wo wir die erste Besichtigung gemacht haben hier draußen. Und das hat sich prächtig entwickelt. Und was mir besonders imponiert hat, wenn das hier nicht funktioniert, dann fährt vorne kein Spätrum. Was für eine Welt. Fitnesstraining, klimatisierte Zelte, warme und kalte Duschen. Erdbeeren werden aus Europa eingeflogen. Fast alle Unannehmlichkeiten des Soldatenlebens sind beseitigt. Nur nicht das Sterben. Wir halten diese Trauerfeier für unsere beiden in Afghanistan getöteten Soldaten. Stabsunteroffizier Patrick Behlke und Stabsgefreiter Roman Schmidt. Betäubende Traurigkeit hat die Familien und engsten Freunde erfasst, seit die Nachricht vom Tod ihrer Lieben sie erreichte. Alle Kameraden und Angehörigen der Bundeswehr in den Einsatzgebieten und an den Standorten zu Hause fühlen sich ihnen in ihrem Kummer nahe. Ein schwerer Gang, auch für den Generalinspekteur. Die Verantwortung aushalten und dabei den Eltern der Getöteten in die Augen schauen. Was werden Sie den Eltern der jungen Männer sagen gleich? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß das auch noch nicht. Ich habe das jetzt leider schon oft machen müssen, aber jede Situation ist eine andere. Aber mein Gefühl sagt mir, dass ich denen zunächst mal nur sagen werde, dass sie stolz auf ihren Jungen sein können, weil er ein guter Soldat war. Und dass er Anerkennung gehabt hat bei seinen Kameraden. Und dass deshalb auch so viele hier sind. Viel mehr werde ich von mir aus gar nicht probieren am Anfang und dann sehen, wie das Gespräch läuft. So nehmen wir den Abschied in Dankbarkeit dafür, dass diese beiden mit und unter uns lebten. Wir stehen heute vor diesem tragisch zu Ende gegangenen Leben und legen sie zurück in Gottes Hände. Amen. Auf dem Flug von Berlin zur Bundeswehrakademie in Hamburg. Das ist der eigentlich interessantere Erfolg. 30 Jahre ist es her. Da war Schneiderhahn selbst noch ein aufstrebender Generalstabsanwärter. Ob er damals gedacht hätte, dass er bis zur allerhöchsten Spitze der Karriereleiter aufsteigen würde? Was war unser Ziel, als wir von der Führungsakademie weggegangen sind, war sicherlich für viele von uns ein Ziel. Wir waren vorher in der Masse Kompaniechef, dass man mal Bataillonskommandeure. Das ist so der Traum, den man in der Phase hat. Wenn da jetzt einer hockt, der sich vorgenommen hat, Generalinspektor zu werden, der wird verrückt in seinem rechtlichen Berufsleben. Ne? Das, glaube ich, wär Irrsinn. Meine Damen und Herren, nehmen Sie Platz. Das Schmunzeln muss er sich oft verkneifen. Schließlich ist der Generalinspekteur für die Bundeswehr so etwas wie der Bundespräsident für die Zivilisten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was also gibt er den Generälen und Admirälen von morgen mit auf den Weg? Dass sie sich um die einfachen Soldaten kümmern sollen. Das ist ja das Phänomen der Entwicklung, dass wir die Aufgaben, wo es ganz kritisch wird, wo es wirklich um Leib oder Leben geht, ja häufig in den unteren Dienstgradbereichen angesiedelt haben. Und dem müssen wir gerecht werden. Dazu müssen wir selbst moralisch stabil sein. Meine besten Wünsche begleiten Sie. Den einen oder anderen werde ich ja sehen, den einen oder anderen werde ich ja erleben. Der eine oder andere wird mich noch kennenlernen. Und insofern gute Kameradschaft.
Moral und Militär. Für Schneiderhahn immer schon ein zentrales Thema. Heute trifft er seinen alten Mentor im Familienschloss der Stauffenbergs, jetzt ein Museum zum Gedenken an den Widerstand gegen Hitler. Das ist eigentlich als Beamtenwohnhaus sozusagen gebaut worden. Ja. Es, wenn man reinkommt, das sieht ja gar nicht aus wie ein Schloss. Ja. Ein Schloss hat normalerweise ein Treppenhaus. Der Generalinspekteur mit seinem ehemaligen Vorgesetzten, Berthold Schenk, Graf von Stauffenberg, dem ältesten Sohn des Hitler-Attentäters. Nachhilfe in schwäbischer Adelsgeschichte. Schneiderhans Mutter war Schneiderin von Beruf. Die Chemie zwischen den zwei Generälen stimmt trotzdem. Hat er ihn auch jemals widersprochen? Na, hoffentlich. Ich habe mal bei einer anderen Verwendung gesagt, für Stabsoffiziere, die mir nicht sagen, dass ich Unsinn rede, wenn sie glauben, dass ich das tue, habe ich keine Verwendung. Ja? Also das war hier schon von Anfang an das Stauffenberg-Familienzimmer. Der gescheiterte Hitler-Attentäter Stauffenberg, ein herausforderndes Vorbild. Wo hört Gehorsam auf? Wann wird Widerstand Pflicht? Ja, ich weiß nicht, ob ich Soldat geworden wäre, wenn es diese Traditionslinie in der Bundeswehr nicht gegeben hätte. Die Traditionslinie zu den Werten des deutschen militärischen Widerstandes. Die ganze Schulzeit hat mich diese Tradition beschäftigt. Ich hatte das Glück, einen Geschichtslehrer zu haben, der den Mut hatte, zu der Zeit, ja, als ehemaliger Kriegsteilnehmer mit uns in der den Abschlussklassen des Gymnasiums dieses Thema, Grenzen des Gehorsams und all diese Zwänge und diese Nöte auch zu besprechen. Das hat mich eigentlich schon sehr, sehr geprägt. Und insofern war das, wenn ich das sehr persönlich sage, für mich ein ganz spannender Moment. Als ich wusste, in nächster Zeit geht die Türe auf und es kommt ein Oberstgraf Stauffenberg in dieses Zimmer. Das hat mich also schon innerlich auch aufgerührt. Schwäbisch-alemannische Fasnet in der Heimatstadt des Generalinspekteurs. Wer hier aufwächst, kommt nicht drum rum. Ah, oh, genau, die dicke Nase. Und da kommen die Augen. Und da? Der Mund, der. Da hat er Sauschwänzle drin. Aua! Oh. In seiner Nase, wo sind die Augen? Oh. Da sind die Nasen. Die Nase. Ja. Enkelin Carlotta ist gerade mal 2 Jahre alt. Die Saulgauer Narrenzunft, rund 700. Mittelalterliche Bräuche aus Pestzeiten werden da zelebriert, wild und ungebärdig. Immer wieder von der Obrigkeit verboten und immer wieder neu entstanden. Es ist zunächst mal natürlich Gaudi, verbunden mit Traditionspflege. Für mich, aufgrund der Tatsache, dass ich halt hier nicht ständig leben kann und alle Brauchtümer mitpflegen kann, ist es schon auch eine Art von Zurückkommen und wieder in der Gemeinschaft aufgenommen zu sein und mitmachen zu dürfen, die zunächst mal mit dem Beruf nichts zu tun hat. Und wenn man sich jetzt nachher trifft, dann muss ich eigentlich jeder erklären, warum Bundeswehr in Afghanistan ist. Da muss ich nachweisen, dass ich gestern beim Umzug war in Schusserit. Und wenn ich da etwa sage, die, was hast du eigentlich gemacht? Ne? Das ist das Schöne dran. Brennnesselbrühe. Ein schwäbischer Tarnname für Schnaps. Das tut jetzt gut. Der oberste deutsche General, verschwunden in der Menge der Narren. Eine der wenigen Gelegenheiten, mal ganz Mensch und gänzlich außer Diensten zu sein. Wohl kaum ein Generalinspekteur vor Wolfgang Schneiderhahn hatte einen Narrensprung als festen Termin im Kalender. Da sind wir einmal eine Woche zusammen. Das ist besonders schön. Und wir genießen das auch. Da ist er weit weg von der Arbeit, weit weg von den Gedanken. Und ist einfach schön. Und wenn er die Enkel dabei hat, da ist er ganz versunken in eine andere Welt. Schwäbisch-alemannische Fasnet ist kein Straßenkarneval. Nach dem Umzug geht's in die Stammkneipe. Als ich der Wolfgang Schneiderhahn ist eigentlich immer hier normaler Saulgauer geblieben.
sind nicht erst mit ihm befreundet, seit er so berühmt ist. Bescheiden, sympathisch, kompetent. Egal, ob man jetzt gegen den Afghanistan-Einsatz ist oder für den Afghanistan-Einsatz. Einfach ein Freund, ein Kumpel, ein Narr. Ausgelassen kann er sein, aber auch nachdenklich, mitten im Trubel. Dann nimmt er sich Zeit, um allein zu sein. Auf die Frage, wo gehörst du hin, sagt er nach Bad Saulgau. Teil einer guten Gemeinschaft zu sein, ist ihm, dem oberschwäbischen Katholiken, wichtig. Er weiß, wie das ist, ganz unten zu sein. Wie damals, nach dem Selbstmord eines Sohnes. Ja, das ist natürlich schon ziemlich chaotisches, was über einen da hereinbricht, wenn man das so zack erfährt. Und wir haben es ja am Telefon erfahren, wir waren ja gar nicht zu Hause. Und dann ist es die Gemeinschaft, ja, die einen da auffängt, die vielen Freunde, die einem helfen, ohne dass man viel redet. Das ist ja eh nicht so unbedingt unsere Art, große Worte zu machen, aber viele haben einfach gesagt, wir sind bei dir und bei deiner Frau. Und das beantwortet die Fragen nicht, die man hat. Ja, und viele Fragen dazu kann ich bis zur Stunde auch nicht beantworten. Aber es hilft einem einfach dabei, dass man weiß, du bist jetzt nicht allein. Zum Ende der Fasnet wird vor der Kirche eine Hexe verbrannt. Dann ist zumindest dieser Spuk wieder vorbei. Hier sind die meisten deutschen Soldaten getötet worden. Auch der aus Schneiderhans Heimatstadt. Der Generalinspekteur merklich angespannt. In Kunduz konnten sich die Taliban am längsten halten. Länger als selbst in der Hauptstadt Kabul. Anschläge auf die Bundeswehr gibt es mittlerweile fast wöchentlich. Herr General, Oberstkein, Kommandeur BRT Kunduz, melde Ihnen, dass BRT mit 1100 Soldaten keine besondere Vorbereitung ist. Scharfschützen und Sandsäcke. Schusssichere Westen sind Pflicht, auch für den Generalinspekteur. Die holprige Straße vom Flugplatz ins deutsche Feldlager ist besonders gefährdet. Und überall Staub. Alle Gebäude mit schottergefüllten Containern verbarrikadiert. Gegen Splitter und Druckwellen durch Raketenbeschuss. Führen die Deutschen 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder Krieg? Ein Streit um Worte, sagt der Generalinspekteur. Aber der Eindruck drängt sich schon auf. Blick in einen Bunker. Der Bundestag hat den Einsatz beschlossen, deshalb werden wir unseren Auftrag weiterführen, sagt Schneiderhan den Soldaten, und wir halten zusammen. In Kunduz gibt es keinen sicheren Rückzugsraum mehr. Keinen. Eine sogenannte Drohne vor dem Start. Was aussieht wie ein Modellflugzeug, ist vollgestopft mit Elektronik. Stellungen von Aufständischen sollen so erkundet werden, ohne deutsche Soldaten in Kämpfe zu verwickeln. Und ich kann die auch nicht freilassen hier und sagen, legt alles um, was euch unsicher erscheint. Das geht ja nicht. Wir müssen schon Recht und Ordnung auch aufrechterhalten. Und wir wollen ja auch nicht ins Soldateska oder Söldnertum hier zurückfallen. Die Errungenschaften seit dem 30-jährigen Krieg sollten ja auch Bestand haben in Afghanistan. Also der Marschweg ist klar, hat er gerade erklärt. Zur Lage. Derzeit sollen sich hier, habt ihr schon gesagt, 5 Motorradfahrer aufhalten. Wenn wir die sehen sollten, ja, dann machen wir, ich komme jetzt gleich zur Reihenfolge, werden wir einen Rotblock stellen und werden die kontrollieren durch unsere Sicherung, durch die ANA. 2 Tage lang werden sie zusammen durch die Dörfer fahren,
Die sogenannte ANA, die afghanische nationale Armee, in offenen Pickups, die Deutschen in gepanzerten Fahrzeugen. Dass die Afghanen aber seit Jahrzehnten mit panzerbrechenden Waffen umgehen können, zeigen die Panzerwracks am Straßenrand, zurückgelassen von der Sowjetarmee. Zweistromland. So wird das Tal des Kunduz-Flusses auch genannt, die Kornkammer Afghanistans. Schon Alexander der Große unterhielt hier ein Militärlager. Sein Feldzug gegen den König der Baktrier scheiterte kläglich. Lehmhäuser und magere Lasttiere. Die Kinder in langen Hemden beim Ziegenhüten. Die Ernte in Handarbeit. Viel scheint sich seither nicht verändert zu haben. Es sieht friedlich aus. Wir haben allerdings in den vergangenen Monaten die Erfahrung machen müssen, dass es eben nicht immer so ganz friedlich ist, wie es den Anschein hat. Hier hinter mir liegt der Kunduz River, die sogenannte Flussschleife, auf die wir jetzt genau schauen. Und aus diesem Gebiet wurden in den vergangenen Monaten sehr, sehr häufig Raketen auf uns abgefeuert. Die Straße hinter mir, das ist eine Versorgungsstraße, die von Nord nach Süd durch die ganze Provinz führt. Und nicht unweit von hier ist am 29. April morgens ein Selbstmordanschlag auf eine unserer Patrouillen verübt worden. Militärisch ist Afghanistan wohl nicht zu erobern. Das Land weltweit operierenden Terrorkommandos wie vor dem 11. September zu überlasten, wäre aber auch fatal. Was also tun? 60 Jahre nach Kriegsende lernen die Deutschen wieder das Töten. Und getötet zu werden. Auf der einen Seite nehme ich den Eindruck mit, dass da noch die Erde bebt nach den Zwischenfällen, die uns ja alle im Augenblick noch so gegenwärtig sind. Vor dem Ehrenmal für gefallene Soldaten. Ich habe vorher mit der Hauptgefreiten geredet, die diesen Transportpanzer fuhr, wo der eine Kamerad aus Bad Zollgau ums Leben gekommen ist. Ich will es jetzt nicht an dem Einzelfall machen, aber hier ist natürlich... Es sind schon viele gefallen in Kunduz. Und wenn ich die Namen da sehe, ich kenne alle nicht. Der Beruf führt dann ein paar elementare Fragen des menschlichen Lebens heran, mit denen man sonst so nicht konfrontiert wird. Also wer denken kann und wer es tut und wer auch ein Stück Herz hat, der denkt schon drüber nach, wie das ist, wenn man Waffe einsetzen muss. Und man geht anders damit um, wenn man weiß, es kann auch auf dich geschossen werden. Ja? Und insofern, ich weiß nicht, ob es religiöser ist, aber nachdenklicher, die reflektieren schon, wenn sie morgens raus müssen, wie sie wohl abends wieder zurückkommen.